Hallo ihr Lieben, ich grüße euch, ich grüße dich ganz herzlich zum heutigen Video. Mein Name ist Irmgard, schön, dass du auch heute hier wieder mit dabei bist. Worum geht's heute? Ich bin dann mal weg, das ist so der Titel des heutigen Videos, denn ich bin da in der Tat jetzt für eine Woche mal weg und ja, möchte dir zum einen berichten, was ich jetzt in der nächsten Woche mache, und zum anderen möchte ich dich anschließend auch an meinen Erfahrungen, die ich da gemacht habe, teilhaben lassen. Denn ich werde jetzt für eine Woche mich komplett zurückziehen, werde auf einer Hütte sein, völlig frei in der Natur, ohne Wasser, es gibt nur Quellen in der Nähe, ohne Strom, ohne Heizung. Es wird in dieser Hütte natürlich schon einen Ofen geben, wo ich mit Holz heizen kann, denn ich habe mit der Vermieterin gerade gestern noch gesprochen. Es ist dort schon recht kühl, es sind nachts 4 Grad und ja, ich habe zwar Schlafsack und Bettwäsche alles, aber da kann man dann doch mal noch ein bisschen ja, mit einem Ofen nachheizen und ja, werde da wie gesagt eine Woche in der freien Natur sein. Ganz mit mir alleine. Wenn Wanderer den Weg kreuzen, werde ich die vielleicht sehen oder auch nicht, keine Ahnung. Ansonsten werde ich wohl keiner Menschenseele begegnen, außer mir selbst. Und darum geht es mir auch in dieser Woche. Wenn jetzt so, wenn der Tag jetzt immer näher rückt, wird es mir natürlich auch immer mulmiger irgendwo. Aber ich habe vor, wie lange ist das jetzt her, als ich diese Hütte gebucht habe? Naja, ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr etwa. Dreiviertel Jahr schon, ja. Ich trage diesen Gedanken schon so lange in mir, mal mir so eine Auszeit zu nehmen. Habe es nie gemacht. Und als ich dann auf diese Hütte aufmerksam wurde, ist dieser Wunsch wieder in mir groß geworden. Und dann habe ich, wie gesagt, dreiviertel Jahr dürfte es her sein, gesagt, okay, jetzt oder nie. Jetzt stelle ich mich dieser Herausforderung. Das heißt, ich werde auf dieser Hütte wirklich ganz alleine mit mir gefangen sein in Mutter Natur und werde da sicherlich spannende Erfahrungen machen. Ich werde da allerdings keine Videokamera dabei haben, auch kein Handy. Es gibt dort auch keinen GPS- oder Handyempfang. Es gibt da tatsächlich noch einen Ort, wo wirklich kein Handyempfang und kein Navigationsgerät irgendwie funktionieren. Mal nebenbei bemerkt, ich werde natürlich auch nicht verraten, genau wo ich bin, weil ich natürlich auch keinen Massenansturm da verursachen möchte. Ich weiß, dass die diese Hütte jetzt nicht einfach massenmäßig vermieten möchten, sondern ja, so intern einfach an Menschen, die da so in ihren Prozess rein möchten, nur vermieten. Okay, das aber nur am Rande gesagt. Wo war ich stehen geblieben? Ja, ich werde nichts dabei haben, außer mich selbst. Ich werde ökologisch abbaubare Seife dabei haben. Es gibt Quellen in der Nähe, wo ich mich mit Wasser versorgen kann. Ich werde fasten die eine Woche. Vielleicht ein paar Wildkräuter naschen, das weiß ich noch nicht. Da lasse ich mich einfach drauf ein, wie es mir einfach zumute ist. Und zur Vorbereitung ist für mich jetzt auch mal eine größere Darmreinigung angesagt. Denn ich werde zur Vorbereitung jetzt nicht selbst den Darm reinigen, sondern ja, mir eine Hydrokolontherapie gönnen bei einer Heilpraktikerin. Ich habe so das Gefühl, dass das jetzt doch nochmal viel, viel tiefgreifender ist, den Darm mal so zu einer Therapie reinigen zu lassen, als wenn ich selbst hier nur ja, einen Einlauf mache. Und das wird so meine Vorbereitung sein. Ich werde auch nichts zum Schreiben dabei haben. Kein Fotoapparat, gar nichts. Ich weiß zwar, dass es sicherlich so eine wunderschöne Umgebung da, dass es eigentlich schade ist, da keine Bilder zu machen und ja, die zu teilen, aber wenn ich dann mit dem Fotoapparat unterwegs bin, dann bin ich ja auch einfach mal mit der Aufmerksamkeit wieder ganz woanders und lieber fahre ich mit der kompletten Familie mal wieder in diese Gegend und da können wir wunderschöne Aufnahmen machen. Also ich möchte mich jetzt in dieser Woche wirklich ganz auf mich selbst konzentrieren, auf meinen eigenen Prozess einlassen. Ich war ja letztes Wochenende in Düsseldorf auf einer ganz großen und fantastischen Veranstaltung bei Christian Bischoff mit dem Titel Die Kunst, dein Ding zu machen, mit meiner Tochter zusammen. Wollt ihr das ermöglichen, da auch mal
Ja, so ein bisschen einen anderen Weitblick auf das Leben zu bekommen, nicht nur die Dinge immer von mir zu hören, sondern einfach auch von extern mal zu hören. Mein Sohn, der war ja im Frühjahr schon bei Christian Bischoff, allerdings alleine, der ist 18 geworden, dem habe ich diese Teilnahme an diesem Seminar auch geschenkt. Und ja, jetzt war ich mit meiner Tochter da. Und da sind so viele Informationen einfach auch auf mich nochmal eingeströmt. Das war im Wesentlichen nichts Neues, aber trotzdem gibt es nochmal Rückenstärkung. Und ich denke, es passt jetzt für mich auch ganz wunderbar. Deshalb finde ich so interessant, wie das Universum da auch agiert hat, dass jetzt so im Vorfeld diese Veranstaltung in Düsseldorf war und dann anschließend jetzt eine Woche später diese Auszeithütte für mich in meinem Terminkalender eingeplant war. Das war nicht so vorauszusehen. Das hat sich jetzt einfach alles so ergeben, dass das jetzt so der richtige Zeitpunkt ist, um da alles nochmal zu reflektieren. Also ich gehe jetzt nicht mit einer großen Erwartungshaltung in diese Auszeithütte, sondern einfach nur mit der mentalen Ausrichtung, mal vieles in meinem Leben zu reflektieren, mich selbst zu reflektieren, sowohl, ja, Familie, weiß ich jetzt nicht, steht eigentlich bewusst nichts an, aber ich weiß ja nicht, was da noch irgendwie aufkommt. Aber vor allem zu reflektieren, meine Arbeit in der mentalen Gesundheitspraxis Kraftwelle selbst. Ich habe jetzt auch da nicht das Gefühl, dass ich am falschen Ort bin. Ich habe da nur das Gefühl, dass da so einiges noch in mir verborgen ist, was ich auch noch gerne mit dir, mit den Menschen teilen möchte. Und ja, bin einfach ganz gespannt, was da hochkommt, was da aufkommt. Ich weiß, es wird bestimmt die längste Woche meines Lebens werden, denn so, ich werde mich auch ganz so in den Rhythmus des Tagesablaufes einlassen. Morgens, wenn es hell wird, werde ich wohl aufstehen und abends mit der ersten Dunkelheit werde ich wohl auch wieder zu Bett gehen. Und ansonsten schlafen, meditieren, einfach nur da sein, da hocken, spazieren gehen. Keine Ahnung. Ich bin übrigens auch mal gestern, als ich das jemandem erzählt habe, gefragt worden, warum ich denn keine Vipassana-Meditation in so einer großen Gruppe mal mache. Das wäre doch was für mich. Und ja, auch darüber hatte ich schon mal nachgedacht. Nur der besondere Anreiz jetzt hier in dieser Hütte für mich ist einfach, dass ich wirklich mit mir alleine bin. Wenn ich irgendwo in einer Gruppe bin, wo von morgens bis abends meditiert wird, dann bin ich ja auch noch mal in ein bestimmtes Muster reingepresst, muss um die Uhrzeit da sein, muss, was weiß ich, 10 Stunden am Tag meditieren, muss in dieser gewissen Körperhaltung da hocken, muss schweigen. Schweigen werde ich hier auf der Hütte automatisch. Ich habe ja niemanden zum Reden, außer mich selbst und die Natur und das Universum. Und ja, bin da einfach nicht noch von vielen anderen Energien umgeben in dieser Hütte, sondern wirklich ganz mit mir alleine. Und wenn mir zum Schlafen zumute ist, dann schlafe ich. Wenn mir zum Meditieren zumute ist, meditiere ich. Und wenn ich möchte spazieren gehen, gehe ich spazieren. Ganz so meinem inneren Gefühl, meinem Bauchgefühl folgend, ohne in irgendein Muster reingepresst zu sein. Und das ist für mich der besondere Anreiz. Ich spüre, dass das jetzt genau das Richtige für mich ist, auch wie gesagt, wenn es mir ein bisschen mulmig wird, so langsam, aber ich weiß auch, es wird die längste Woche meines Lebens, aber ich glaube, es werden spannende Erkenntnisse, die ich dann anschließend, ja, gerne mit dir hier teilen werde. In diesem Sinne, ich schicke dir eine herzliche Umarmung, danke für dein Interesse und dann würde ich sagen, bis in einer Woche, wenn ich dann meine Erfahrungen hier auf diesem Kanal gerne mit dir teilen. Bis dann. Ciao, ciao, deine Irmgard.